Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Braid of Fire Dragon Quarter. So, mal gucken. Mal die Karte anschauen. Na, das hier die Türen sind, durch die ich hier nicht kann, gehe ich es mal hier hin. Zack. Okay, näher, näher, näher. So. Wer ist das wie eigentlich? Kann ich natürlich nicht gucken, weil ich mit dem falschen Charan gefangen habe. Mir die extra Runde gesichert habe, sonst hätte ich das machen können. Na egal. Ah, immer drücke ich diese Taste, verdammt. Die ist also doof platziert. Bam. So, wer bist du? Extra Runde für den Profil. Wie heißt du denn, mein guter Bandit? Bandit. Bandit stirbt. Hier. Bleib hier. Lass tanzen, dann probieren wir doch mal die neue Fähigkeit ab. Sternschauerregen. Okay, die gefällt mir. Die lasse ich allein wegen dem Effekt schon drin. Aus dem Weg. Und tot ist er. Okay, wer ist dran? Lynn ist dran. Nina ist dran. Was laber ich hier schon wieder für einen Müll? Verdammt. Also, machen wir das Übliche. Wir setzen ein paar Zauberkreise. Wieso drücke ich immer die falsche Taste? Ich wahrscheinlich von Gilora noch dran gewöhnt bin. Langsam sollte ich mir das hinter mir lassen. Das hinter mir lassen. Bla. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Du läufst mitten rein. Wunderbar. Nochmal bitte. Ja, ich sammle mal AP. Ich möchte nämlich wissen, wie der Typ heißt. Unbedingensdingenst. Nein, du sollst die Fähigkeit gerade nicht benutzen. Profil möchte ich gerne wissen. Sehen. Nebelhieb kann man von dem Clown. Ah, das ist der Shadow Player. Das ist der Shadow Soul Player. Den haben die ja extra eingebaut. So berühmt ist der Typ. Ja, und da ich die Sache geklaut haben will, stelle ich mich mal hier hin. Und ziehe mit den anderen Charakteren nach. Mit Nina aber nicht zu weit, damit ich den Typen gleich verfolgen kann, wenn er mir was stehlen sollte. Gift. Na, aber Schild. Und was jetzt? Augenstoß. Aber auch Schild. Ja, und ich habe Nebel. Na, Nebelhieb geklaut. Das ist eine Fähigkeit. Ich habe keinen Plan für wen oder was sie macht. Das gucken wir uns gleich an. Aber wer sie haben will, weiß jetzt, wo er sie kriegt. Todesbote. Boom, rund um Säbel. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Okay, blind. Tudum. GZ. So. Ja, das ist eine Diva-Tür, da kann ich nicht rein. Was ist hier weiter? Das ist auch eine Diva-Tür, da kann ich auch nicht rein. Wie mir hier alles verschwertet. Ist hier was? Nein. Hier ist nichts. Hier. Also ja, ich wollte die Fähigkeit auch Gegenstand fallen, bla bla bla. Nebelhieb. Eisefähigkeit Level 2. Dann gucken wir das uns doch mal genauer an. Fähigkeiten. Starkes Schwert, Schädelspalter. Was macht Schädelspalter eigentlich genau? Steht hier. 125 physischen Schaden. Und ist der Nebelhieb. Genauigkeit plus 50%. Nice. Aber Schildspalter ist besser. Fügt den AP des Feindes Schaden zu. Besonders das finde ich super. Hier ist der Speichermarke. Ach komm, verschont mich doch. Was soll ich mit dem Müll? Ist das eine echte Kiste? Ist das ein Gegner? Ist das eine echte Kiste? Bla, ich brauche den Schlüssel. Schlüssel. Okay. Noch mehr Diebe. Und wenn das Diebe sind, machen wir das so. Boom. Ich wollte euch nicht in meiner Nähe haben. So. Warte mal, dann machen wir doch mal anders. Lass tanzen, jawohl, und ich treffe alle damit. Boom. Oh, wie krass ist denn die Fähigkeit? Boom. Ich finde den Effekt auch richtig geil. So. Nein. Die hier aus dem Weg. So. Wenn das erledigt, vorgehen. Will ich eigentlich den richtigen Stab haben? Ja.
Okay, nein, die Spiegelbombe. Wir wollen Eis. Wir sind Eis, letzter Eisdrache, deswegen pflaster ich den Boden mit Eiszapfen. Mit Tod und Verderben und toten Zombie-Ninja-Affen. Ich glaube, das wird jetzt zu einem schlechten Running-Gag bei mir. Okay, hätten wir das erledigt. Kommt her. Komm zu Onkel Icy und du stellst dich mal hier so schützend oder so vor. Okay. What the Befehl? Déjà-vu. Ah, Lin ist wieder dran. Dann machen wir doch... Lass tanzen. Treffe ich alle? Wieso treffe ich nicht alle? Ich denke, es ist möglich, alle zu treffen. Deswegen gehe ich mal hier vor und... Lass tanzen. Nein. Der zweite da hinten muss in meiner Angel jetzt... Lass tanzen. Jawohl, und alle. Einmal lass tanzen. Boom. Sternschauer-Attacke. Und damit hätten wir auch schon drei besiegt. Bla zu beenden. Komm her, lauf in dein Verderben. Das ist wohl eine gute Entscheidung, lass tanzen reinzunehmen. Wie machen wir dich fertig? Wir zünden dich an. Dann gefrieren wir dich. Dann kriegst du einen Blitz reingedrückt. Dann kriegst du einen großen Blitz reingedrückt. Und zum krönenden Finale kriegst du einen Eisstrahl. Okay, krönende Finalen sehen anders aus. Okay, einen Angriff krieg ich noch raus. Boom. Wie kann man eigentlich überleben, wenn man von so einem fetten Eisbrocken erschlagen wird? Okay, Icy ist dran und Icy beendet das jetzt auch. Rüstung senken, Schädel spalten. Boom. Okay, wer das erledigt? Ich also ja. Gruppe, ich habe ja noch haufenweise Gruppen-EP. Dem. Wir hinzufügen du, denn du bist als einzige noch nicht Level up. So, und der Rest geht auf Icy, der braucht ja auch nicht mehr viel. Jetzt nur die richtige Taste drücken. Wenn ich Icy ausgewählt habe. Stellen. Schon wieder stellen. Nein. Brauche kein Stellen. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Kiste. Was ist hier? Gold-TP. Nice. Rüstungsverstärker. Nice. Was ist hier? Medikit. Nein. Brauche ich nicht. Oder? Gegenstände verwenden. Wobei... Doch, nehme ich mit. Medizin. Was? Medizin-Kit? Gegenstände. Was ist ein Medizin-Kit? Stell 200 wieder her. Ayo. Jo, ich das. Nee, ich glaube, es ist noch zu früh, den Nerventropfen zu benutzen. Ich habe jetzt 7 Gegner besiegt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mindestens 3 sollte ich noch besiegen. So, ich glaube, der Raum war ziemlich scheiße. Ja. Ich empfehle euch, in diesem Raum Stelen abzulegen. Huh. Und ich habe ihn alleine, wunderbar. Denn den Viechern kann man nur Verkaufsgegenstände klauen und die flippen aus, wenn sie geklaut werden. Aber ich bin ein ganz harter. Ich stehle auch Sachen, die ich nicht brauche. Boom. Und was kann ich noch machen? Einmal entrüsten. Und bist du tot? Ja, du bist tot. So. Damit hätten wir einen erledigt. Langsam vorgehen und hoffen, dass wir einen anlocken. Und schön die Taste auf... zack. Was habe ich diesmal? Wieder nur ein. Wunderbar, wunderschön. So mag ich das. Entrüsten. Schädel spalten. Den Tod vorbeischicken. Déjà-vus haben. Einmal rundum säbeln. Boom. Und ja. Leider hat das nicht gereicht. Okay, jetzt ist Nina wahrscheinlich dran. Jawohl. Lodern. Rütteln. Gewinnen. You win. So, jetzt versuche ich mal von die auf die andere Seite zu kommen und zwar möglichst. Wow. Die Viecher sind verdammt schnell. Das kotzt mich an. Okay, entrüsten. Schädelspalter. Todesbote. Rundum Säbel.
Und noch ein zweites Mal, weil es so schön war. Ach, ich penne halt mehr. Egal, entrüsten, das sollte dich töten. Das tötet dich, wunderbar.